Heyo Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe Patchwatch. Es gab mal wieder einen neuen Patch in der Welt von Overwatch und gameplay-technisch hat er für einige Charakter heftige Auswirkungen. Die Entwickler sagen aber auch klar und deutlich, dass ihnen bewusst ist, dass diese Änderungen krasse Auswirkungen haben können, aber sie sagen eben auch, dass dafür nun mal eine Beta da ist und wenn man Sachen ausprobieren möchte, dann sollte man das auch jetzt machen. Kommen wir zuerst zu den Änderungen an den verschiedenen Helden. Den Anfang macht hier Bastion, der ja auch im letzten Patch schon angepasst wurde. Sein One-and-Gun-Gameplay wurde jetzt weiter verstärkt und alle Restriktionen, die man beim Zielen hatte, die es vorher gab, wurden aufgehoben. So kann man sich jetzt beispielsweise während des Umbauens von Sentry auf normalen Modus umsehen und zielen. Vorher war man da auf den Blickwinkel nach vorn festgelegt. Auch Winston musste diesmal ordentlich federn lassen. Da die Entwickler das Gefühl hatten, dass viele Spieler nur abwarten, bis Winstons Barrierenprotektor, also das Schild, weg ist, anstatt es zu beschießen, um es zu entfernen, wurden die Schildpunkte von 1000 auf 600 gesenkt. Damit besteht auch die Möglichkeit, das Schild schnell mal runterzuschießen. Außerdem beginnt der Cooldown nun erst, wenn das Schild auch wirklich weg ist und nicht direkt, weil man es gelegt hat, so wie es vorher war. Auch Genji und Lucio mussten einige Lebenspunkte lassen, denn ihre HP wurden von vorher 200 auf jetzt 150 gesenkt. Das ist echt nicht wenig und das begründeten die Entwickler damit, dass es sich bei den beiden um schnelle und auch kleine Charaktere handelt, die schwer zu treffen sind. Deshalb wollen sie testen, wie sich die beiden nun spielen und wie es ist, gegen sie zu spielen. Sie betonten an der Stelle jedoch klipp und klar, dass es sich dabei um ein Experiment handelt, das ganz schnell auch wieder rückgängig gemacht werden kann. Die Änderungen, die letztens an Mercy gemacht wurden, dass man nicht mehr zu toten Helden fliegen kann, um eine Möglichkeit zu haben, sich schneller über das Feld zu bewegen, wurde aufgrund des Feedbacks der Spieler wieder geändert. Also man kann jetzt wieder Tote anvisieren und dahin fliegen. Bei Zarya wurden beide Skills jetzt aneinander angepasst. So war es vorher so, dass man anderen ein Schild von 4 Sekunden gegeben hat, während man selbst nur 2 Sekunden erhalten hat. Nun liegen beide bei 2 Sekunden, da 4 teilweise in einem Kampf sehr lange waren und 2 Sekunden völlig ausreichen, um jemanden zu retten. Junkrat hat ebenfalls eine kleine Änderung erhalten, beziehungsweise nicht er, sondern seine Ulti, der Kamikaze-Reifen. Denn auch wenn Junkrat an sich sehr stark wird, so war seine Ulti doch nicht das Maß aller Dinge und selbst wenn man den Reifen vor einer Explosion abgeschossen hatte, so ist er doch trotzdem explodiert und hat einen oft mit in den Tod gerissen. Dies wurde jetzt angepasst. So wurden die HP des Kamikaze-Reifens zwar auf 150 erhöht, aber solltet ihr jetzt den Reifen zerschießen, bevor der Junkrat-Spieler ihn zünden kann, dann wird dieser nicht explodieren, sondern einfach verschwinden. Dafür wurde jedoch auch der Schaden, der vorher zum Rand der Explosion abgeschwächt wurde, erhöht, um den Reifen effektiver zu machen. Mei hat diesmal einige Verbesserungen erhalten, um sie effektiver gegen Tanks und schneller Helden einzusetzen. So hat ihr primärer Angriff nun von Anfang an einen kleinen Slowdown. Dieser wurde geändert, weil schnelle Charakter sich vorher, wenn sie schnell genug weggekommen sind, noch vor dem Slow-Effekt retten konnten und dieser dadurch keinerlei Beeinträchtigung hatte. Das ist nun anders. Die komplette Zeit, die es zum Einfrieren braucht, ist jedoch gleich geblieben. Außerdem kann ihr Blizzard nun nicht mehr von Reinhards Schild oder Winstons Barriere geblockt werden und sie wird so effektiver, um vorrückende Angriffe aufzuhalten. Zu guter Letzt hat Zenyatta eine kleine neue Anzeige bekommen, wenn eine Sphäre der Harmonie oder der Zwietracht zurückkehrt und nicht mehr gebraucht wird. Dadurch weiß man besser, wann man diese wieder verteilen kann. Hier würde ich mir noch ein kleines akustisches Signal wünschen, da man den Text im Eifer des Gefechts schnell übersehen kann. Natürlich gab es neben den Helden-Balancing-Änderungen ein paar andere Anpassungen und so schiebt man jetzt alleine oder zu zweit den Wagen bei Frachtbeförderung etwas schneller. Das maximale Tempo bei 3 Spielern oder mehr ist jedoch gleich geblieben. Lootboxen und Items wurden ebenfalls etwas angepasst und so haben alle Sprüche und Graffitis nur noch eine Qualität von normal und die Spieler-Icons und Gewinnposen sind auf selten gestuft worden. Außerdem findet man in den Lootboxen nun mehr seltene und epische Credits, die vorher kaum enthalten waren und die Chance auf legendäre Credits wurde etwas verringert, da diese doch recht häufig vorkamen. Zu guter Letzt wurden die Textsprüche im Spiel wieder etwas angepasst und man kann sie wieder etwas öfter verwenden, sie auch spammen, aber sie gehen dann trotzdem irgendwann in den Cooldown.
Was sagt ihr zu den Änderungen? Einige Helden werden sich dadurch schon etwas anders spielen und die Frage ist, ob es so bleiben wird oder sehen wir dann beim nächsten Patch, dass wieder die Änderungen zurückgenommen werden. Was denkt ihr? Schreibt's gerne in die Kommentare, denn eure Meinung dazu interessiert mich sehr. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, was Overwatch angeht, dann abonniert doch gerne den Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder und bis dahin habt eine schöne Woche. Haut rein!